Ja, sehr verehrte Zuschauer, hiermit melden wir uns zurück zum 28. GMK-Forum hier in Nürnberg. Neben mir darf ich jetzt begrüßen Herrn Professor Dr. Ingor Bosse. Hallo. Er arbeitet an der Fakultät in Dortmund zum Thema Rehabilitationswissenschaften und das Lehrgebiet ist motorische Entwicklung und frühe Hilfe. Ja, Herr Bosse, Sie haben sich ja vom Sonderschullehrer praktisch bis zum Professor an der TU Dortmund hochgearbeitet und auf dem Weg auch viele Praxiserfahrungen sammeln können. Was meinen Sie denn oder was sagen Sie dazu? Menschen mit Behinderung ist noch ein Tabuthema oder mittlerweile nicht mehr? Tabuthema würde ich es nicht nennen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn man, also für uns ist das Thema Behinderung ein sehr selbstverständliches. Auch im persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis habe ich Menschen mit Behinderung, wo das überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Wenn man sich jetzt bei der Medienpädagogik bewegt, so wie hier auf der Tagung, ist das ein Thema, was auf großes Interesse stößt. Inzwischen tatsächlich Thema Inklusion ist auch, glaube ich, gesellschaftlich angekommen. Dennoch merkt man, dass es aus traditionellen Gründen oder aus historischen Gründen immer noch wenig Berührungspunkte von Menschen mit und ohne Behinderung gibt. Mhm. Das finde ich spannend. Das heißt, Behinderung wird nach wie vor auch nicht mitgedacht. Ganz kleines Zeichen, es gibt hier auf der Tagung keinen Gebärdendolmetscher. Wäre für Tagungen, wo Menschen mit Behinderung partizipieren sollen, undenkbar. Das finde ich sind so kleine Zeichen. Es ist kein Tabuthema, aber es wird häufig nach wie vor nicht mitgedacht. Mhm. Inwiefern können Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen überhaupt an der Mediengesellschaft teilhaben? Das würde ich unterscheiden. Also sie wollen teilhaben wie alle anderen. Teilweise haben sie sogar mehr Teil als andere. Auch da nehme ich wieder das Beispiel Gehörlosenkultur. Die Gehörlosenkultur hat sich, seitdem es das Internet gibt, sehr verändert, da Chat inzwischen das Medium Nummer eins ist für Gehörlose. Mhm. Genauso auch für Menschen mit Körperbehinderung, die keine kognitiven Beeinträchtigungen haben, für die ist das Internet inzwischen ein wichtiges Medium. Gerade auch so in der Pubertät, also zum Beispiel diese ganzen Chatforen, man will jemanden kennenlernen, da spielt Behinderung keine Rolle. Das heißt, da besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, jemand ohne Behinderung kennenzulernen, weil erstmal die Behinderung nicht präsent ist. Man hat eine eigene Web-Identität. Tatsächlich ist es so, dass in bestimmten Bereichen Medien eine größere Rolle spielen. Aber je gravierender die Behinderung oder die Beeinträchtigungen sind, je schwieriger ist der Zugang zu Medien. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Viele Menschen mit Körperbehinderung können die Maus nicht nutzen. Es gibt inzwischen tolle Hilfsmittel in dem Bereich, also es gibt adaptierte Mäuse, die man zum Beispiel mit den Füßen benutzen kann, die man mit einer Kopfsteuerung benutzen kann. Die funktionieren aber häufig so ähnlich wie ein Tab auf einer Tastatur. Ja. So, das heißt aber, wenn Webinhalte so nicht so aufbereitet sind, dass man quasi über einen Tab zur nächsten Ebene gelangen kann oder auch irgendwann auf einer Webseite eine Sackgasse eingebaut ist, man tappt immer weiter. Also man klickt nicht mit einer klassischen Maus, sondern würde immer weiter tappen. Irgendwann ist eine Sackgasse. Das heißt, dann können diejenigen nicht eigenständig weiter surfen, sondern sind quasi an der Stelle gefangen. So, und das sind immer noch so bestimmte Dinge, die häufig bei der Gestaltung von Medienangeboten nicht mitgedacht werden. Und das sind nach wie vor große Schwierigkeiten, obwohl das Interesse genauso da ist oder teilweise noch höher als bei Menschen ohne Behinderung. Mhm. Aber es gibt immer noch bestimmte Barrieren, die noch nicht völlig aufgelöst sind, weil eben häufig Menschen mit Behinderung da nicht mitgedacht werden. Ja, Sie haben jetzt schon einige kleine Barrieren aufgezählt. Ich sage mal so, Kinder und Jugendliche, die sind ja oft viel schneller drin in den Medien als die Erwachsenen. Auf was für Barrieren stoßen denn die Menschen mit Beeinträchtigungen, körperlichen und geistigen außerdem? Also da würde ich so ein bisschen, würde ich nicht ein bisschen, sondern stark unterscheiden, eben tatsächlich zwischen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, wo dann tatsächlich einmal die Hilfsmittel, also assistive Technologien im Vordergrund stehen und eben Menschen mit geistiger Behinderung, auf die beziehe ich mich jetzt mal. Ja. Gerade hatten wir das Beispiel körperliche Behinderung. Genau. Die größte Barriere ist da tatsächlich die Sprache. Also je komplizierter Dinge ausgedrückt werden, je schwieriger ist es natürlich für Menschen mit geistigen Behinderungen, dann sich Inhalte zu erschließen. Es gibt ja inzwischen das Konzept leichte Sprache. Also leichte Sprache ist vor allem in Deutschland über die Lebenshilfe bekannt geworden, eine große Vereinigung eben von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Das ist ein komplexes Konzept. Ich nenne mal ein paar Stichworte, also kurze Sätze, wenig Fremdwörter, möglichst anschaulich, möglichst viele Beispiele. Das heißt also, wenn das wirklich nutzbar sein sollte, müssten Webinhalte doppelt gestaltet werden. Einmal eben für allgemeine Nutzer, einmal in leichter Sprache. Was ich ganz spannend finde, das Konzept leichte Sprache gibt es erst seit ein paar Jahren. Es hat sich inzwischen herausgestellt, viele
Seiten der Bundesregierung, weil es inzwischen noch eine Verordnung gibt für barrierefreie Webgestaltung, sind in leichter Sprache gestaltet. Mhm. Es gibt Untersuchungen dazu, dass die eben nicht, dass die große Zielgruppe ursprünglich Menschen mit geistiger Behinderung waren, dass aber auch viele andere Menschen das nutzen, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, denen einfach sonst die Seiten zu kompliziert sind, die auch komplizierte Sätze und komplizierte Sprache nicht verstehen. Ursprünglich waren diese Seiten gar nicht für diese Zielgruppe gedacht. Die nutzen aber in starkem Maße inzwischen auch diese Angebote in leichter Sprache und zum Beispiel auch ältere Menschen, die einfach Probleme haben mit den normalen Angeboten oder Inhalten, die inzwischen auch eben Seiten in leichter Sprache nutzen. Das finde ich insofern ganz interessant. Oft geht man davon aus, dass sozusagen dann dieser Mehraufwand einer relativ kleinen Gruppe eben von Menschen mit geistiger Behinderung zugutekommt. Es hat sich aber inzwischen herausgestellt, dass leichte Sprache eben eine Möglichkeit ist, eben Partizipation auch für ganz andere Gruppen zu ermöglichen, an die man ursprünglich bei dem Konzept gar nicht gedacht hat. Ja, da müsste, wie Sie auch schon gesagt haben, praktisch jede Internetseite in zwei, drei Versionen aufbereitet werden. Gibt es denn Projekte oder Alternativen, die das vorantreiben? Kennen Sie sich in dem Bereich aus? Also die gibt es tatsächlich. Es gibt einmal die Seite der Bundesregierung einfach-teilhaben.de, da kann man sich dann informieren. Also das ist einmal eine eigene Seite, wo man aber dann auch dementsprechend gucken kann, was gibt es insgesamt in dem Bereich. Da würde ich verweisen, weil das ist sozusagen die Sammelplattform, die dann auf alle anderen Seiten verweisen würde. Eine ähnliche Seite ist einfach-für-alle.de, die also auch sozusagen eine Multiplikatorfunktion hat, wo man sich dann informieren kann, welche Angebote in leichter Sprache oder eben auch zum Beispiel, wo Dinge in Gebärdensprache aufbereitet sind oder eben für andere Zielgruppen gibt es. Ja, jetzt zum Ende unseres Interviews möchte ich noch einmal auf Ihre Arbeit zu sprechen kommen. Und zwar, Sie setzen sich ja ein für zielgruppenspezifische Integration. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal Näheres erzählen. Also Ziel ist natürlich Medienbildung für alle. Also das ist ja auch Thema der Tagung, Partizipation. Mhm. Bestimmte Dinge müssen aber tatsächlich zielgruppenspezifisch aufbereitet werden. Ich mache mal ein Beispiel, was wir gerade als Forschungsprojekt in der Praxis haben. Wir setzen praktische Radioarbeit, also wir produzieren Radiosendungen mit Menschen mit schweren Körperbehinderungen. Mhm. Das ist tatsächlich nochmal eine besondere Herausforderung, einmal tatsächlich auf der technischen Seite, also die Geräte, die dann einfach zu bedienen sind, mit Hilfsmitteln oder mit besonderen assistiven Technologien auszustatten, dass die eben auch für Menschen mit schweren Körperbehinderungen zu bedienen sind. Und man muss natürlich auch methodisch-didaktisch das etwas anders aufbereiten. So Stichworte wären da Handlungsorientierung, aber auch, das ist ein relativ einfaches Mittel, wird oft vergessen, man braucht schlicht und einfach mehr Zeit, weil diese Menschen einfach nicht so schnell mit der Technik oder eben auch Inhalte umsetzen können, wie Menschen ohne schwere körperliche Beeinträchtigungen. Ja, ein tolles Beispiel. Herr Bosse, ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen noch viel Erfolg auf diesem Gebiet bei Ihrer Arbeit. Ja, und wir verabschieden uns zunächst erstmal von Ihnen und leiten dann gleich über zum nächsten Programmpunkt. Das beginnt um 16.15 Uhr, dann übertragen wir wieder live aus dem Saal nebenan. Bis dahin, ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.